damit herzlich willkommen zu einem völlig neuen fantastischen Video unseres fantastischen Vlogs. Herzlich willkommen. Heute geht's um, Maren. Raptorlack. Hat sie aber gerade so die Kurve gekriegt und damit hat sie natürlich recht. Da muss man ja mal Überblick behalten, ja. Was hier der Plan ist. Wir zeigen euch heute, oder ich oder wir oder keine Ahnung, Maren macht Fotos, weil wir das letzte Mal auf so einer Location mit unserem schönen Van stehen. Denn Bob ist verkauft. Jetzt ist es auch bei YouTube raus. Bob ist verkauft, Bob geht weg und für uns beginnt jetzt eine neue Zeit. Aber solange wir Bob noch haben, geben wir euch die nächsten paar Tage, Wochen, Folgen einfach mal einen Überblick für Fails beim Ausbau. Dinge, die wir nicht mehr tun würden, Fehler, die wir gemacht haben oder vielleicht sogar coole Sachen. Schauen wir einfach mal. Und jetzt geh bitte weg, Maren. Es ist hier. Jetzt geht's los. Heute geht es tatsächlich um das Thema Raptorlack. Viele fragen mich immer, wie sieht es denn jetzt nach einem Jahr aus? Ist der Raptor noch schön? Funktioniert das alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Und deswegen wollte ich die Folge einfach machen und einfach mal nach einem Jahr, wie wir das fahren, einfach mal so ein kleines Feedback geben. Und ihr habt es quasi im Titel schon gehört, nie wieder Raptor. Und tatsächlich würden wir das so nie wieder machen. Wo fange ich an? Ich fange beim Kunststoff an. Mal was Positives. Beim Kunststoff. Es ist wirklich total super. Es fasst sich gut an, es funktioniert richtig gut. Man bekommt es hier auf dieser Höhe noch relativ gut sauber. Es macht einen sehr, sehr robusten Eindruck. Also da hat es wirklich für uns am allerbesten funktioniert. Und deswegen haben wir das jetzt auch in unserem neuen Projekt auch so gemacht. Alle Kunststoffteile im Raptor, weil die Kunststoffteile heutzutage wirklich sehr, sehr schnell ausbleichen, sehr, sehr schnell zerkratzen. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, einfach Kunststoffteile Raptoren und damit habt ihr ein bisschen Ruhe, sieht cool aus, hat einen coolen Look und genau, das schon mal als positiver Punkt. Ein negativer Punkt und ihr seht es hier schon ein bisschen, das Ganze, hier seht ihr diese Putzstreifen da überall, das Ganze macht tatsächlich nach einem Jahr nicht mehr so einen schönen Eindruck. Es wirkt sehr milchig, habe ich schon fast das Gefühl, so dieses tiefe Schwarz ist einfach rausgegangen. Es wirkt sehr, sehr milchig und es lässt sich unfassbar beschissen putzen. Das hat überhaupt nichts mit Lack zu tun. Ich habe wirklich Probleme beim ersten Mal Kärchern den ganzen Lack einfach runter, also den ganzen Dreck einfach runter zu bekommen. Die Bürste, diese Bürste von den Waschanlagen, von den Handwaschanlagen, kommt nicht richtig tief in den Poren. Es ist irgendwie am einfachsten, ich sag mal, ja, wie soll ich das sagen? Es ist einfach am einfachsten, halt wirklich mit einer Handwäsche, mit einem Schwamm, das richtig doll zu putzen. Man braucht viel, viel Wasser, damit wirklich der ganze Schmutz aus den Strukturen rausgeht. Und ich vermute auch, genau das der Grund ist, warum Raptor mit der Zeit dann irgendwann mal so nachgraut. Ich vermute stark, es ist einfach Dreck, der sich da wirklich fest drin sammelt. Noch einen komischen Effekt hat Raptor, den zeige ich euch mal hier. Den kennt man vom Lack tatsächlich auch, aber auf dem Raptor viel, viel besser zu sehen. Das ist ein kleiner Fliegenschiss, ein bisschen Dreck. Und was passiert, sobald der Wasser langläuft, seht ihr das, zieht das eine graue Spur. Wenn ihr diese grauen Spuren nicht direkt wegmacht oder wascht, dann brennen die sich fast in den Raptorlack ein. Und das ist wirklich sehr, sehr komisch. Also Raptorlack, meiner Meinung nach, ist nichts für Leute, die ihr Auto nicht oft genug putzen. Oder so wie wir, dass wir nutzen das Auto wirklich als Arbeitstier. Wir fahren auch nicht jeden Tag in irgendeine Waschanlage, sondern das muss für uns funktionieren. Und das tut es aber so leider nicht. Also ich persönlich finde, Raptorlack ist sehr, sehr schmutzanfällig. Und vor allen Dingen im untersten Blechbereich ist das echt keine coole Nummer. Thema Raptorlack auf Chromlogos. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe das hinterste Logo, haben wir auch geraptort. Das ist ja so eine Chrom-Kunststoffschicht. Das raptort man, aber komischerweise, vor allen Dingen hier hinten, hat das nie gehalten. Nie. Es ist immer wieder abgegangen. Jetzt kommen von euch bestimmt die Kommentare, ja, da musst du hier vorgrundieren. Ja, haben wir gemacht. Wir haben tatsächlich
einen Kunststoffhaftvermittler benutzt. Das hat nicht gehalten. Wir haben wirklich Haftvermittler, schwarz-matt, dann Raptor drauf, das hat nicht gehalten. Und immer konnte man das einfach komplett abziehen. Weswegen wir uns hier hinten dann für ein schwarzes Logo entschieden haben, was ich so leider nicht mehr gefunden habe. Sonst könnte ich euch das nochmal verlinken. Aber ich finde dieses schwarze Kunststofflogo nicht mehr. Das ist komplett Kunststoff. Und hier vorne sieht man das. Das habe ich wirklich schon echt so oft gemacht, auch mal mit der Dose probiert und so weiter. Es kommt einfach ein Steinschlag vorne dran oder eine Fliege fliegt dagegen und dann platzt an gewissen Ecken tatsächlich der Raptor ab. Bei unserem neuen wird es so sein, dass wir den Stern, wir haben den vorne vor dem Raptor entfernt und haben den foliert, also ganz einfach in schwarz-matt. Oder da könnt ihr auch einfach andere Farben nutzen. Also ich persönlich würde euch empfehlen, vorne Logo, sobald das Chrom ist, einfach nicht zerraptoren. Nehmt es raus, entfernt es, macht Folie drauf. Was soll ich sagen? Nächster Punkt. Saubere Verarbeitung des... Oh, jetzt kommt hier die Sonne raus. Saubere Verarbeitung des Raptorlacks. Ihr müsst wirklich, vor allen Dingen in den Ecken, sehr, sehr ordentlich arbeiten. Denn wenn ihr das nicht tut, dann passiert nämlich Folgendes. Auch hier ist es so, dass die Stoßstange vorgrundiert ist und man schleift die so ein bisschen an. Und hier sieht es so aus, dass wahrscheinlich hier in der Ecke entweder nicht genug Grundierung da war oder es einfach schlecht vorbereitet war. Und Ecke deswegen, weil man da halt schwer rankommt. Da geht mir überall der Raptor ab und das ist natürlich echt nicht so schön. Also daher Tipp von mir, so ordentlich wie möglich zu arbeiten. Übrigens, bei Kunststoffteilen, ich kann euch nur empfehlen, die Kunststoffteile zum Lackierer zu geben, weil man hat festgestellt im Laufe der Zeit und es stand glaube ich auch irgendwo mal in irgendeiner Verarbeitungshinweis, dass Raptorlack bei 60 Grad sich einbrennt. Das heißt, bei 60 Grad funktioniert Raptorlack zum Lackieren tatsächlich am besten, weswegen wir für unseren neuen Sprinter die Kunststoffteile zum Lackierer gegeben haben. Der hat die in der Kabine lackiert bei richtig Temperatur und dann brennt sich das richtig ein und das soll wohl viel, viel besser halten. Also auch da ein Tipp von mir, redet mal mit eurem Lackierer, vor allen Dingen bei den Kunststoffteilen, dann habt ihr da einfach viel, viel länger von. Kommen wir jetzt zu dem allergrößten Problem, weswegen ich auf Blech nie wieder Raptorlack machen würde, weil man sieht den Rost nicht. Und zwar entsteht unter dem Raptorlack, je nachdem von wo der Rost kommt, entsteht eine Blase, die man aufgrund der Struktur des Raptorlacks ganz einfach nicht sieht. Und dann passiert Folgendes. Unter dem Raptorlack gammelt es und ihr seht es nicht. Was passiert? Es wird so groß, dass schon nach kurzer Zeit ein riesen Rostfleck entsteht. Achtung! Das war eine ganz kleine Stelle, die war vielleicht so Fingernagel groß und ich habe es tatsächlich für einen Fehler im Raptorlack gehalten, also quasi, dass ich falsch lackiert habe oder sonst irgendwas. Kurze Zeit später ist es größer geworden und erst dann hat man wirklich erkannt, dass sich darunter Rost befindet. Dann war es aber leider schon zu spät. Schaut mal. Es hat sich wie so ein Pilz unter den Raptorlack durchgefressen. Und das Einzige, was halt da geholfen hat, ist einfach Raptorlack komplett wieder runter, den Rost freilegen. Und jetzt werden wir nach und nach quasi dieses Teil ganz einfach wirklich nochmal richtig ordentlich behandeln. Schauen, wo kommt der Rost her. Und dann nochmal richtig grundieren, Epoxy und dann eine Ladung Raptorlack obendrauf. Dann sollte das wieder schön sein. Aber auch das ist ein Learning. Man sieht einfach Rost sehr, sehr, sehr spät. Also auch da, wenn ihr das macht, schaut, dass ihr 100%ig den Rost wegbekommt, dass ihr eine ordentliche Grundierung verwendet. Wir benutzen jetzt ab sofort eine Epoxy-Grundierung, eine sogenannte Roststopp-Grundierung, die ist enorm wasserfest. Und dann kann man hoffen, dass das länger hält. Auch hier, da sieht man das ganz schön, vor allen Dingen an so Ecken wie Türen. Sieht man den Rost leider erst sehr, sehr, sehr spät. Und zwar fast schon so spät, dass es fast schon zu spät ist. Von daher haben wir uns entschieden, bei dem neuen Sprinter kein Raptorlack auf Blechteile zu machen. Viele fragen uns, was ist beim Raptorlack cooler?
ob Sprühen oder wirklich Pinseln, beides funktioniert. Also beim Sprühen ist es so, dass ihr einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten habt, was die Strukturstärke angeht. Ich habe jetzt mittlerweile wirklich schon von enorm fein bis sehr, sehr grob gesehen. Das heißt, enorm fein, ein hoher Sprühdruck, ganz, ganz grob, ein sehr, sehr niedriger Sprühdruck. Da quatscht ihr am besten mal mit eurem Lackierer. Ansonsten ist Pinseln auch absolut gar kein Problem. Wobei es da so aussieht, dass ihr da nicht wirklich großartig mit irgendwelchen Strukturen arbeiten könnt, sondern das liegt an euch, an der Rolle, wie viel tragt ihr auf, und dann entsteht da eine Struktur. Aber es ist ohne Probleme machbar. Also Fazit von mir, Raptor auf Kunststoffteilen auf jeden Fall, wenn man es einbrennt, wenn man es zum Profilackierer gibt, dann ist das wirklich, wirklich immer noch eine sehr, sehr coole Nummer. Auf Lack würde ich persönlich tatsächlich nicht mehr machen, aus den genannten Gründen. Ich persönlich finde, dass vor allen Dingen schwarzer Raptor sehr, sehr schnell nachgraut. Bei uns hat das ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich schon Schwierigkeiten beim Putzen hatte. Und von daher ist das mein persönliches, unser persönliches Fazit und unser Learning daraus. So sieht's aus. Nächstes Video wird endlich mal um unseren Dieselkocher gehen. Würden wir den Dieselkocher nochmal einbauen? Wir haben den jetzt auch schon seit fast 2 Jahren da drin. Haben ihn in sämtlichen Situationen verwendet. Und deswegen wird es bald noch ein Video darüber geben. Genug gelabert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.